So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Dragon Crusade. Ich habe jetzt offscreen, also so semi-offscreen Dragon Rank 31 gemacht. Ich habe letztens noch die Folge angefangen und so, wie ich es eben immer mache. Okay, sind 20 Mobs, interessant. Und genau. Ziel, Plan und alles hier ist es quasi mal, ich sag jetzt effektiv, 51, okay. Schmuck zu farmen, das ist halt eigentlich so das Einzige, was wir aktuell machen können. Beziehungsweise aktuell zumindest noch Sinn macht. Wir brauchen allerdings relativ viel HP. Und das ist echt ein bisschen unangenehm, denn, naja, was soll man sagen? Oh Gott, da ist so viel Power-Ups. Gingerbread noch und ein Aal, genau. So, haben wir sonst irgendwas, was wir brauchen? Ich glaube nicht, oder? Genau. Okay. Warum nicht gerade aktuell so paranoid? Oder mehr paranoid als sonst? Hat einfach den Grund, dass wir hier ja schon ein bisschen böse Mobs haben, gewissermaßen. Und also die Mobs selbst sind nicht mal so böse. Wo ist mein Damage? Hä? Lol? Was, keine Dragon Rank Mobs sind oder was? Uff. Irgendwas ist hier auch wieder komisch. Sorry, ich hab was gegessen. Dragon Rank Mobs macht man irgendwie. Also, ich mache jetzt den Mobs auf der Level Map, mache ich jetzt aktuell 600k AOE Damage. Und hier mache ich nicht mal 200k. Irgendwie ist das komisch. Genau, also wir killen jetzt am besten mal so irgendwie. Ich glaube, das ist irgendwie so das Sinnvollste momentan. Mein Gott, ey. Sorry. einfach aus dem Grund, dass wir halt die schnell down kriegen. Wir kriegen unsere Bonus-Drop-Rate und so weiter. Aber hier bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Haben die... Ah, die haben Range-Attacks. Nein. Oder? Ja, also... So Semi-Range-Attacks, oder? Ja, zu viel Range. Ja, blöd. Ja, das ist nicht ganz ideal, leider. Naja, egal. Wir killen die einfach mal schnell hier. Zumindest so ein paar, müssen wir mal schauen. Und genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Änderung cool finde oder nicht. Gewissermaßen ist natürlich schon eine gute Idee erstmal, dass man halt nicht so durchrusht und halt alles irgendwie skippt und so. Andererseits muss ich aber sagen, ja, ist schon ein bisschen... Na, ich weiß nicht, wir haben jetzt 44 Mobs gekillt innerhalb von 2 Minuten oder so. Eine Minute haben wir, glaube ich, nur mit Power-Ups aktivieren verbracht. Insofern, naja. Ich meine, übrigens aktuell mehr Schaden, also 1,3 Millionen, weil ich diesen Tiled Blue vor aktiviert habe. Daher kann man gerade einfach die 300k Damage oder 200k Damage oder so. Ach, wait, das ist jetzt auch wieder so ein anderes Mob. Schau mal, jetzt machen wir wieder mehr Schaden. Genau, 700. What the fuck? Hier machen wir eine 750.000 AOE Damage. An anderen Mobs nicht. Ich glaube, ich muss mal Spark reporten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so gewollt ist. Das ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn. Also. Ich weiß nicht, warum das so sein sollte. Das macht halt so gar keinen Sinn irgendwie. In meinen Augen. Oder seht ihr irgendeinen Sinn, irgendeinen Zusammenhang? Warum in einem Mobs so viel macht und den anderen halt dann irgendwie nur ein Bruchteil, quasi ein Drittel oder so? Ist das ein Drittel? Ja, ungefähr ein Drittel. Also das, verstehe ich nicht ganz. Ach, die kleinen Mobs greifen nicht an. Ah. Warte mal, sind die Melee? Die sind Melee. Man kann jetzt zwar nicht anklicken, oder fast kaum anklicken, aber die können wir schnell und easy, glaube ich, sammeln. Ja, genau. Ja, perfekt. Wir dürfen gerade nur nicht irgendwie jetzt hier verrecken nebenbei. Das ist nämlich sonst ein bisschen uncool. Oh Gott, die ganzen kleinen Kackspinnen. So, sterb mal schnell weg. Oh.
Alter. Hitboxen. Okay. 77 von 100 haben wir schon. Ja, das geht echt gut eigentlich. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel Köln. Wir kommen echt ganz gut voran. So, so, so. Ja, geht schon ganz gut voran, glaube ich. 83. 84. Ach, by the way, bevor ich es vergesse. Ich habe hier... Von diesen Bällen habe ich fast alle gefarmt, bis auf Blue Star Dragon Ball 4. Das ist, glaube ich, sogar der einfachste Dungeon von allen. Der hier ist das. Alle anderen habe ich schon, das heißt, ich habe fast das perfekte, also das nächste Set hier. Und das könnte man eigentlich auch noch schnell probieren dann irgendwie. Die Grünen kommen nach raus. What? Vakuum 7%, nett. Das Ding ist halt, man kann die Vakuumkarten eben auch dann umtauschen beim Kartenmeister zu nützlichen Karten, zu tatsächlich nützlichen Karten. Das ist nämlich auch nett. Oder der Basilisk-Buff. Oder einer der Buffs, der, oder die nicht, oder nicht reworked wurde. Der ist nämlich immer noch genauso OP wie damals. Okay, also den Top-Bonus reicht man relativ schnell. 6 Minuten waren es aktuell. Ich hoffe nur, dass die 108 KP reichen. Ich kann mir aktuell sonst nichts mehr aktivieren, was uns halt irgendwie mehr HP bringt. Wenn es nicht reicht, haben wir ein Problem. Haben wir ein großes Problem. Wir haben aktuell 2,7k Dev. Nee, sonst habe ich halt aktuell nichts mehr. Uff, okay. Nee, wobei, es gibt ja diesen, genau, 9% weniger Boss-Damage, was auch reichen könnte eventuell. Könnte, sollte, müsste. So, 15%, nice. Ich hoffe einfach, dass mich das Ding jetzt nicht wundert oder so. Das wird nämlich echt ziemlich mies. 4,8k Gridblock. 217 Millionen HP. Ich überlege gerade, 217 Millionen machen aktuell ein Vieh. An dem Vieh machen wir auch weniger Damage. Das ist sowas schon inkonsistent. Komisch, komisch, komisch. Wait, wo haben wir gerade die Vita bekommen? Lol. Das ist auch interessant. Ach, es war noch GW. Ich habe den GW schon verpennt. Scheiße. Wann war denn der GW? Was habe ich denn gemacht, als der GW war? Also ich hatte halt irgendwie ja, lange Migräne und so. Ich war halt wirklich komplett neben der Spur. Aber ich weiß gerade nicht, was ich dann gemacht habe, als das kam. Also als das GW war. Naja. Oh. Das Ding macht üblen Schaden. 42k. Wobei bei 42k, es sollte nicht über 100k kritten. Es sollte nicht mehr über 80k kritten. Nee, eigentlich kann er nicht über 80k kritten. Das geht eigentlich kaum. 9,7k Gritblock. Das war viel. 96k. Okay, wir überleben es. Alles super, wir überleben das. Und das Ding jetzt tauschen down. Wir waren jetzt hier 9 Minuten dran. Haben wir irgendwas getroppt? Season Pass Level Up, okay. 50 Dias? Okay, das ist krass. Okay, also wirklich gar keinen Drop. Warte, wir haben ein Ding an, oder? Nicht F-Tool, Pet-Filter. Ja, wir haben alles an, okay. Ach, wollte ich gerade nicht. Egal, fahren wir das schnell mal nebenbei. Ist jemand drin? Lost Island, Crystal
Crystal. Farm denn heute noch Crystal? Lustig. Lustige Leute. So, Alter, der Damage. Schau mal, wie schnell, dass wir die 30 Millionen Damage weghauen und wie lange es wir damals gebraucht haben. Das ist echt krass. Wie heißt das andere? Ultimate, genau, Ultra, nicht Ultimate. 17 Allstats statt 12. 17%. 17, 7. 12, 22. 12, 23. Ja, also 5% mehr von allem irgendwie. Nicht ganz, bei Attack nur 2% mehr. Aber hey, 2% mehr Attack ist halt nicht nix. Können wir auch mal hier überall die Ding drauf machen, die 7-Int oder 5-Int halt, je nachdem. Genau. Das geht auch. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt Instant Drop und dann halt GG easy. Wait. Leute, hier ist der Timer einfach verbuggt. Haben es gedroppt? Wir haben es gedroppt! Instant, perfekt. Oh, ich glaube, die haben die Drop-Raten erhöht. Oder ich habe nur Glück. Ich habe auch von Leuten gehört, die halt mega viel Pech hatten irgendwie. Weiß ich jetzt nicht. Ultra Destructive Set. Was haben wir hier? Destructive Set. Stell dir vor, ich wähle aus Versehen das aus. Oh. Okay. Miss? Okay, wo haben wir das? Da haben wir das Ding. Boom. Nice. Und wir verlieren sogar HP? Perfekt. Lasst schnell irgendwie so ein... Warte mal, warum verlieren wir HP? Wegen ein paar STA? Ernsthaft? Vielleicht sollte man doch noch schnell ein bisschen STA drauf erwecken oder so. Ich weiß es halt auch nicht. Mal wieder entweder STA oder End. Wie viel brauchen wir jetzt aktuell davon? Uhuhu. Ich glaube, es funktioniert wirklich nicht. Also halt hier nicht, zumindest bei diesem System. Wäre natürlich lustig, wenn es verbuggt wäre, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Komm, gib mir doch einfach schnell STA oder End. Mann, ich habe keine Zeit für den Mist jetzt. Come on. Nein, da war ein End. Fuck. Slackt schon wieder so ein bisschen. Ey, wirklich jetzt? 4 STA, okay. 4 STA, super. Gib noch ein bisschen End. 404 Speed Record? What the fuck? Crit-Schaden 5%, klar. Mann, es gibt doch endlich. Flive, come on, gönn doch jetzt einfach. Ich hab gleich keine Scrolls mehr, verdammt. 7 Decks. Zum Kotzen. 100. Hä? Ich hab doch 5% mehr HP. Nevermind, das Ding war drin. Okay. Moonshadow, weiter geht's. 4 Runs am Tag, okay, krass. Wait, what? Wegen Buff, oder? Wir haben irgendeinen Buff bekommen. Haben wir einen Buff bekommen? Ich sehe keinen Buff. Haben wir irgendeinen neuen Buff bekommen oder was? Bin ich blöd? Hä? Hat er nur das Set jetzt so viel Damage gebracht? 26. Hey, nee, oder? Wir haben so viel mehr Attack als gerade eben.
Wo ist das? Da ist unser Teil. Okay, also irgendwas muss uns gerade wirklich Damage gebracht haben. Massenhaft Damage gebracht, also Attack gebracht haben. Aber ich sehe keinen neuen Buff oder so. Es sei denn, wir haben vielleicht zu viele Buffs da oben und die werden nicht mehr angezeigt. Können wir nachschauen. Devos Buff, okay, der wird schon mal nicht angezeigt. Basilisk Buff. Okay, wir haben wahrscheinlich irgendeinen anderen Buff. Gut zu wissen. Ja, genau, wir haben nur einen Buff da oben, der angezeigt wird. Ne, da oben ist er neu. Der ist neu. Ja, okay. Daher rührt das Ganze also. Ich bin momentan echt ein bisschen überlegen, wie ich das hier mit meinen Abos mache. Ich weiß, ob ihr das Ganze kennt. Also vielleicht kennt ihr das sogar exakt, oder kennt das Problem exakt. Ich bin aktuell im Überlegen, also ich glaube die meisten, oder viele, die halt so im kreativen Bereich aktiv sind, egal ob YouTube, Fotografie oder sonst irgendwas, die haben halt die Adobe Cloud abonniert. Dann gibt es ja halt die das über Türkei machen, wenn man halt gerade mal im Türkei Urlaub mal ist und halt einfach sich denkt so, ja, man könnte es mal schnell abonnieren. Natürlich nicht aus Deutschland raus oder so, nee. Auf jeden Fall, das Türkei-Abo war ja bisher günstig. Also das normale Adobe-Abo hat 70 Euro im Monat gekostet. Also 66, 70, 75 Euro, irgendwie so ein Dreh. Unbezahlbar effektiv. Also wenn man halt irgendwie ein Business hat und so, okay, aber für Privatanwender 70 Euro im Monat, das ist halt krank. Nur Photoshop kostet auch schon mal 10 im Monat. Naja, long story short. Über die Türkei hat das bisher halt echt wenig gekostet. Wir reden hier von 5, 6, 7 Euro im Monat. Da waren es mal 13 Euro im Monat, war auch noch okay. Mittlerweile sind es 32 Euro im Monat, über 32 Euro im Monat. Und ich bin echt am Überlegen, wie ich so mit dem Ganzen weitermache. Denn einerseits, die ganzen Thumbnails so sind natürlich jetzt alle hier auf Adobe. Was nämlich ein Problem ist. Ich will nicht nur Photoshop für 10 Euro im Monat abonnieren. Das ist halt wirklich. Das ist halt. Ich meine, überleg mal. Ein 10 im Monat nur für Photoshop. Da ist nicht mal irgendwie Lightroom so dabei. Womit man halt dann Bilder bearbeiten kann. Ist ja kacke. Wirklich kacke. Und natürlich für Videobearbeitung und so kann man halt jedes Programm nutzen. Das ist halt eigentlich. Das gibt sich eigentlich relativ wenig. Also kann man eigentlich drehen und wenden, wie man will. Das geht halt voll klar. Ich meine, von Premiere irgendwie auf ein anderes Programm zu wechseln, das geht, das haut hin. So problematisch ist aber wirklich, ich überlege halt echt, was ich mache. Denn effektiv, ich müsste alle Thumbnails neu machen. Oder ich zahle jetzt 10 Euro im Monat. Gerade so bei diesen großen Clouds hast du halt immer, dass du effektiv so ein bisschen, dass du so ein bisschen gekidnappt wurdest von denen. Denn du baust alles bei denen auf, nutzt deren Software und dann erhöhen die entweder die Preise oder für irgendwelche Abo-Modelle und so ein. Und ja, Adobe gab es damals mal zum Kaufen, mittlerweile nicht mehr. Also die Adobe-Software. Und dann steht einfach da. Und ich überlege also, ist mir das Ganze noch wert? Also ich meine, YouTube für mich ist halt so oder so ein Verlustgeschäft, leider. Und ich weiß gar nicht, in welche Richtung dass ich da jetzt gehen soll. Also ich werde es nicht aufhören oder so damit, aber ich überlege halt echt, ob ich mir halt einfach die Arbeit jetzt mache, komplett von Adobe wegzugehen, komplett weg, alle Thumbnails neu machen oder halt zumindest ja, nochmal nachbauen. Das ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja, natürlich, ich meine, ich habe jetzt mit Photoshop viele Jahre gearbeitet und ich bin damit mittlerweile halt sehr gut, der Workflow ist super und aber ich meine, ist er halt gut genug, dass ich sage so, ja, im Jahr 120 Euro? Ja, halt nicht so. By the way, fast 3 Millionen DPS.
Ja, ich weiß es halt nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. In welche Richtung soll ich gehen? Das regt mich halt wieder auf. So, man ist ja nicht mal froh, so, okay, man hat den gefunden, man hat seinen Workflow und alles. Und alles läuft super. Alles läuft am Schnürchen. Alles läuft schnell. Alles läuft effizient und so weiter. Und dann so, nope. Alles muss sich ändern. Ja. Sometimes muss sich ändern. Video Art muss sich ändern. Alles. Und natürlich mache ich auch ganz Fotos. Und ohne Lightroom ist es halt auch nicht lustig. Das Ding ist, 10 Euro für Photoshop und Lightroom, würde ich sagen, okay. Zwei Hobbys für 10 Euro im Monat ist okay. Aber halt für YouTube-Thumbnails 10 Euro im Monat zu bezahlen, da kann ich mit effektiv eine Person anstellen, die halt dafür irgendwie Thumbnails macht. Also, ist halt krank. Und insofern, ich bin mir nicht sicher, wie ich weitermache mit dem Ganzen. Also, irgendwie brauche ich auf alle Fälle mal eine Lösung. Hallo, Action Slot? Achso, nein. Also, ich meine, ich bin natürlich auch geizig und so. Und es gibt ja genug Free-Software, die halt, oder Software, die man halt zumindest einmal kauft, die halt dann einfach auch gut ist. Ja, das ist halt echt so ein bisschen die ganze Problematik an der Sache. Natürlich, ich bin schon auch ein Fan davon, von, ich sag jetzt mal, One Fits All. wenn es einfach out of the box funktioniert. Was war das denn jetzt? Was war das für eine Scheiße jetzt? Warum hat das Ding mir gerade ein Doublehead gegeben? Was? What the fuck? Was war das für eine Scheiße gerade? Wow. Einfach wow. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, was mir gerade ein Doublehead gegeben hat. Das Ding kann eigentlich kein Doubleheads geben. Ich habe im letzten oder vorletzten Season hat das Ding schon so aufgefarmt und es hat nie Doubleheads gemacht. So, wow, wieder nichts. Naja, irgendwann droppt man schon mal was. Stats, wie schaut es aktuell aus? Okay. Lakotten nur, ernsthaft? Ich entdecke immer noch so viele Bugs, die es einfach noch nicht mehr geben sollte. Also Dani hat mir versichert, dass irgendwie super viele Bugs gefixt wurden. Aber ich weiß ja nicht welche. Ich muss ganz ehrlich schon sagen, dass es immer noch so viele Bugs gibt. Und hat auch Bugs, die wirklich nervig sind zum Teil. Oh, es kauft Pet Experience, das ist cool. Das ist echt toll. Nee, also irgendwie, da gibt es echt noch eine ganze Menge. Weil irgendeine fliegende Spinne hinter mir, nice. Was farmen die ganze Basilisk? Droppt irgendwas, was ich auch farmen sollte? Droppt nur Soul-Schmuck, oder? Ich glaube schon. Wo ist eigentlich aktuell Catsy Lady? Ah, ich glaube, sie gehört oder so. Ja, Dragon Rank 1. Schade, 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 schade. Aber ja, ich kann es verstehen. Dragon Crusade ist halt echt teuer geworden. Und das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob ich sagen soll, dass es halt in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist. Oder halt nicht. Ich weiß es echt nicht. Natürlich. Man kann es sagen, gewissermaßen ja.
gewissermaßen ist es okay. Gewissermaßen, leid 7%. Gewissermaßen ist auch der Preis fair. Einerseits. Andererseits muss man dazu sagen, viele Dinge sind wirklich einfach lazy programmiert. Sind super lazy. Also, gerade diese Inventory-Chest da ist halt schon, dass er nur einen freien Slot checkt. Ich meine, sowas mache ich in Minecraft, okay? So, aber das ist halt in Minecraft, so, das ist halt okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob man, also so ein Flive könnte man halt sich schon, könnte und sollte man sich halt schon ein bisschen mehr Mühe geben, finde ich. Mein Problem ist halt, man braucht halt effektiv einen Cash-Up-Set. Das Cash-Up-Set eben gerade das verbesserte, ich meine, ihr seht das selbst, es ist massiv overpowered. Also für ein bezahltes Set ist es halt krass. Und jetzt kann man sagen, so, ja, aber man spielt die bessere Version. Natürlich spielt man die einerseits, aber wenn man die Grundversion gar nicht hat, dann hat man dieses Set ja gar nicht. Das heißt, effektiv bringt es nichts, wenn man sagt, ja, die gekaufte Version ist halt irgendwie nur bei 12% und so. Sondern, naja, effektiv kommt es auf selber raus. Ob man das Set hier wirklich jetzt im Ganzen kaufen könnte oder halt eben abgespeckt, macht keinen Unterschied. Ich meine, was müsste man aktuell zahlen? Ungefähr ein Fuffi. 50 Euro für eine Season. Wenn nicht sogar mehr. Und ich finde, dass der Preis zu hoch ist. Der Preis ist viel zu hoch. Also, natürlich, wir haben auch ein bisschen Inflation und so. Und natürlich ist eben auch das Problem mit Steuern und so. Klar, ich meine, ich kann mir vorstellen, Dani zahlt hier seine 50% Steuern. Das heißt, und hat natürlich noch den Zahlungsanbieter, PayPal oder Paymentwall. Das heißt, von diesen 50 Euro kommen bei ihm wahrscheinlich so 15 bis 20 an. So traurig, wie es wirklich klingt. Und naja, ich meine, wenn man halt mal so dann die Nettopreise halt sich durchrechnet, muss man sagen, so, gut, er kriegt pro Spieler 20 Euro, bestenfalls. Ja. Dann ist es halt schon nicht mehr so toll. Dann ist eben auch so diese ganze Klemme halt einfach auch schon ein bisschen weg. Und diese vermeintlich krassen, ja, wie soll man sagen, die vermeintlich hohen Werte und diese Menge an Geld, die er halt dann so vermeintlich kriegt, da merkt man dann ganz schnell so, okay, es ist halt eigentlich gar nicht so. So wie bekommt er halt auch gar nicht dann. Andererseits aber halt aus Spielersicht muss man sagen, so, ja, okay, 50 Euro ist es halt wert. Die Spieler rechnen halt nicht mit 20 Euro, die sie ausgeben, sondern mit 50 Euro. Und das ist halt so das Problem. Also, natürlich, ich meine, so wie ich Dani kenne, denke ich mal, wird er wahrscheinlich bald auswandern. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Aber solange man halt in Deutschland eine Firma hat und sein Flyfestore in Deutschland steht, oder Frankreich, macht keinen Unterschied, solange muss man halt eigentlich fast damit rechnen, beziehungsweise halt eigentlich okay sein, wenn man halt einfach so viel dafür, beziehungsweise andersrum. Wenn man halt eben einen Server da spielt, der in Deutschland oder Frankreich ist, da muss man eigentlich fast schon, naja, ich sag jetzt mal, das in Kauf nehmen eigentlich. Ja, man muss es halt wirklich in Kauf nehmen. Wenn man es halt nicht will, dann muss man halt irgendwo auf einem Server spielen, der halt in den Philippinen oder so steht. Das ist halt aber auch wieder so eine andere Problematik dann. Will man natürlich auch nicht, Ping und so. Also was machen? Ja, die Steuern, Abgaben, das ist halt einfach die größte Problematik, die wir haben. Das Problem ist, es wird einfach so selten irgendwie thematisiert. Aber das Ding ist, selbst jetzt, ich meine, alleine in diesem Beispiel, merkt man halt, wäre die halt nur bei 25%, dann wäre auch der Cash-Shop da billiger. Das wäre viel billiger. Ja, da würdet ihr vielleicht 30 Euro bestenfalls zahlen pro Season, statt 50. Und wenn man sich gerade so überlegt, okay, 30 statt 50 Euro, halt schon fair irgendwie.
Das Ding ist mittlerweile, alle Live-Admins, die müssen einfach auch das Ganze versteuern und so. Die können nicht sagen, so, ja, da ziehen wir halt und so. Geht halt nicht mehr. Damals haben wir es mal gemacht und so, ging es auch noch einfacher. Mittlerweile geht es halt einfach nicht mehr. Und deswegen, ja, es ist halt, es ist schwierig. Also, es ist auch irgendwie schwierig zu sagen, so, ja, zu hoch, zu niedrig. Ich kritisiere halt sowas sehr oft. Aber gleichzeitig muss ich jetzt sagen, ich kann halt schon auch nachvollziehen, warum es so hoch ist. Und in sehr vielen Fällen ist es nicht die Schuld der Admins. Natürlich verdienen die eine Menge Geld. Oh, nein! Tankblock? Nein, warum ein Tankset? Na, okay. Ja, wie gesagt, um es mal kurz zu beenden. Manchmal ist es natürlich die Schuld der Admins, natürlich verdienen eine ganze Menge Geld und so. Aber das ist halt auch leider nicht die ganze Wahrheit. Deswegen schwierig. Okay, ich beende die Folge. Ich mache den letzten Run offscreen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.